Hi, na? Na, hey. Herzlich willkommen! Schau doch mal rein in unsere kleine lustige Welt von Fresh. Ja, heute wieder mit spannenden Sachen, wie zum Beispiel Freezes. Nicht jetzt sofort, aber nachher bestimmt. Ich will hoffen. Ja, also ganz ehrlich, nur deswegen, ja, da ist ja auch schon der Erste. Es hat keine Minute gedauert. Es hat keine fucking Minute gedauert in dieser Folge, da ist der erste Freeze schon wieder da. Geil. Ein Traum. Weißt du, dass es keine Freezes gibt, Erik? Na? Auf Wix.com. Die Schnauze, Ben. Ach, Ben hieß der. Hey, ich bin Ben von Wix.com. Ben hieß der, Alter. Stimmt. Ja, ich glaube Ben, oder? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Rai-Ben. Kennst du Rai-Ben? Der fasst sich immer an und macht Brillen. So, kann ich jetzt mal wieder spielen, Eko? Oh, ist das lästig geworden. Ich bin ganz ehrlich, das nimmt einem echt schon so ein bisschen den Spaß gerade. Ja, ich glaube das, ich glaube das. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr böse oder salty oder sonst irgendwas, aber so ganz objektiv gesehen ist schon so ein bisschen so, oh, ist echt extrem lästig. Extrem lesbisch. So, das dauert jetzt noch 13 Minuten, dann kriegen wir unsere Rehbars, dann kann ich noch mehr Zement machen. Vorher können wir die Fabrik leider nicht zu Ende bauen. Das heißt, bis dahin machen wir noch irgendwas völlig Unwichtiges, wie zum Beispiel... Was macht der Mann da? Tobi, was hast du da gemacht? Nichts, ich warte auf dich, ich hab Glas, Mann. Aber nur 16 Stück, das wird nicht reichen, ne? Ich glaube nicht. Hä, zwei Stahl? Wo ist denn der Reststahl hin? Wo ist denn der Rest Stahl hin? Wir machen hier die ganze Zeit Stahl und es sind nur zwei? Tobi, hast du hier Stahl genommen? Nee, wahrscheinlich hat er es wieder in irgendeine Kiste geschmissen. Ich guck mal. Eigentlich macht er mal die Kiste hier, oder? Nee, Schatztruhe ist die erste Kiste, da müsste alles reingehen. Es sind immer nur zwei. Das macht gar keinen Sinn. So, Reinforced Concrete von der letzten Folge ist fertig. Das hat ja auch nicht lange gedauert, waren 4 Minuten oder so. Shit. Sag mal. Hey. Dieser widerliche Nachbar. Und wenn ich jetzt gucke, ist er weg. Okay, das war nicht so richtig. Wohin will man hier auch fliehen? Ist ein Problem halt, ne? Ja, irgendwie schon. So, wo muss man sich dann verstecken? Gut. Ja, was mache ich jetzt so lange? Ich kann kein Concrete machen. Ich würde gerne vielleicht... Dieser schäbige. So. Ich sehe dich, du gehst in mein Haus. Nee, den mach ich nicht. Was machst du dort, Tobi? Nichts. Ich habe Überwachungskameras laufen, ne? Wollte ich nur sagen. Kann man auch machen, eine Fabrik. Kann man? Mhm. Oh, geil. Kann man wirklich? Nein. Schade. Das wäre so cool, aber ich glaube, dann würde Eko gar nicht mehr laufen. Bild im Bild, das flippt ja aus. Was denn? Hä? Wie Eko gar nicht mehr laufen? Was soll das ja, jetzt Bild im Bild Technologie halt, ne? Dann flippt einfach aus, der freest nur noch fest. Du freest nur noch fest, Tobi. Stellst dich okay. Aber auch an. 15 Glas in des Todmanns Kiste und eine Buddel voll rum. Tobi, hör auf zu essen. Das ist mega respektlos. Wenn du mir nichts anbietest. Tobi? Noch was? Hä, ja, natürlich! Okay, hier. Ah. Hm. Geil, danke, Tobi. Alter, wenn du so deine Chips isst, ne? Ich so voll mit dem Mund aus der Packung gelutscht, einfach so. Vorher noch schön mit Wasser irgendwie aufgeweicht oder so. So, achso, wir haben noch 8, okay. Oh nein, oh Mann, ey. Ja, hey, Unterhaltung. Black Freezes. Och, das ist doch nicht wahr. Wir sollten wirklich zum Ende kommen. Ja. Tja, was mach ich jetzt, Tobi? Alexa, erzähle einen Witz. Was kriegt man, wenn man einen Rottweiler mit einem Bernhardiner kreuzt? Oh
Einen Hund, der einem zuerst das Bein abbeißt und dann Hilfe holt. Boah, ist schon ein bisschen hart, oder? Ist schon grenzwertig, ja. Das ist schon, ja. Das ist Hunderassismus. Ich glaube, das, ja. Alexa bekam Human. Oh. Hat die gerade einen fahren lassen? Nee, der hat gerade einfach. Nö, will ich nicht. Oh, geil. Danke, Tobi. Hey, nein. Kein Problem. Nice. Jetzt habe ich keins mehr. So, okay. Hier kommt noch später eins rein, aber das nutze ich immer so zum Hochgehen. Erik? Ja? Ist die Folge schon wieder zu Ende? Ah! Tust du wieder so, als hätte ich runtergeschubst, oder war das jetzt nur just for fun? Hab ich gerade nicht geblickt, Tobi. Musst du mir erklären. Erik, du hast mich da runtergeschubst. Alles klar, gut, dann haben wir das wieder. Der gute alte Schubser. Hast du aber auch verdient, Tobi. Ja, okay. Sind wir hier alle einer Meinung? Ich meine, in der Höhle damals im Stream war es lustiger, wo du mich fast abgeschossen hast. Tobi, da habe ich Videobeweis, ne? Ich wollte es nur sagen. Nee, hast du nicht. Mach ich das hier gerade richtig? Nein. Das war nämlich das Skelett, das dich runtergepfeffert hat, nicht ich. Wo macht man denn Glas? Aus Sand. Nee, halt, wo? Ne? Wo? An welchem Tisch nochmal? An diesem. Kiln? An diesem nicht mehr so nett. Wie heißt der nochmal hier? Dieser Steintisch da. Ah, hier. Rüschtisch. Das ist der Rüschtisch. Take it right da. Yeah. Okay, das hier. Das hier wäre dann auch. Dit kimmt alles weg. Dit kimmt jong. Oh. Mal denn? Oh Gott. Mal denn? Ernsthaft, Erik. Hm? Das war richtig low. Kim Jong Possible, kennst du? Oh. Oh. Kim Jong Possible. Entschuldigung. Finde ich gerade witzig. Bin ich aber der Einzige, schade. Okay, hier oben so richtig schön hoch. Das sieht ganz cool aus, glaube ich. Wie sieht's von da drüben aus, Tobi? Fabriktechnisch so? Sieht noch was aus? Sieht schon majestätisch aus da oben, ja, doch. Okay, cool. Wir brauchen noch eine Treppe, dafür brauchen wir noch Zement. Eine weitere Treppe nach oben. Eine weitere Treppe nach oben. Willst du nur über die Kantine? Was? Hm? Was? Ist so ein Song, den ich mal im Radio gehört habe. Achso, okay, cool. Geil. Mhm. Feier ich. La 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 la. Tag, Herr Fuchs. La 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 la. Ich erschieß schon gar keine Fleischfresser mehr. Ja gut, wir haben aber auch genug, ne? Ja, ein bisschen. Für diese Aufnahmesession wird's reichen, wird knapp, aber hey. Auf der Bundesautobahn mit dem Karren entlang fahren, das macht Spaß. Zum 50. Mal. Zement ist mir egal, ich will Spaß. So. Wie sieht's denn aus? Spaß. Okay. Du hast nicht zufällig noch Rebars? Nee, ne? Nee. Wird das lange dauern. Okay. Hätte ich vielleicht was vorbereiten können, aber ich habe eh keine Zeit gehabt. Schade. Dass man Leute hier nicht verprügeln kann. So schade. So ein Feature, das fehlt einfach. Zumindest mal wegsemmeln, so ein bisschen. Sag mal. Ist ja langweilig, Tobi. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich warte auf meine Küche, die kann ich dann hinsetzen, aber ich habe nichts mehr zum Bauen. Ja, naja, viel gibt's ja auch nicht mehr. Nee, mein Haus ist soweit auch fertig. So, Stahl dauert noch wie lange? 5 Minuten. Alexa, erzähl mal einen Witz. Hä? Alexa, erzähl einen Witz. Sagt der Lehrer, Fritzchen, nenn mir bitte 5 Tiere aus Afrika.
Darauf Fritzchen, zwei Löwen und drei Giraffen. Hä? Okay, das Let's Play ist offiziell am Ende angelangt. Das ist... Wow. Boah, das ist nicht mal lustig. Nee, ist aber nur... Das ist nicht mal lustig, Alexa. Alexa, das war nicht lustig. Das weiß ich leider nicht. Ich weiß. Okay, ich glaube, ich habe Stahl. Da kann ich rübergehen. Hey, du musst deinen Karren noch mitnehmen, oder nicht? Ja, brauche ich gerade nicht. Ich habe 10 Stahl in der Tasche, das geht schon. Ach, hey, Alkohol. Wird, glaube ich, ganz cool aus in die Fabrik. Brauchst du noch Zement eigentlich? Ja, unbedingt sogar. Hier ist noch Reinforced Concrete, ist das? Ja, wie viel hast du denn? 15. Ja, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Wird nicht reichen, aber ich nehme alles, was ich kriegen kann. Hey, ich bring dir das mit, okay? Geil, Tobi, das ist total lieb. Alter, was hast du ein Sandwich gemacht? Was? Fiber Filler oder? Nee, das ist gar kein Sandwich. Was ist das? Sieht aus wie Sandwich. Was? Boah, jetzt hätte ich richtig Bock auf so ein Käse-Schinken-Sandwich, ne? Ja. Oder so Cheddar-Käse von innen quasi, der dann so verläuft, weil du das in der Pfanne in Butter gebraten hast, Mann! Bringst du 2 Steel mit? Jo. Oh, der Excavator braucht ja auch noch Steel. Wir brauchen eine Menge Steel. Oh, der braucht auch... Okay. Wir brauchen eh noch Strom, ne? Hm? Oder? Wir brauchen nur noch mehr Strom für die Laser. Ja, das brauchen wir auch noch. Das kommt dann noch dazu. Ja, geil. Ja, das können wir aber gar nicht noch machen. Irgendwie, jetzt also mal gucken. Excavator. Ich würde gerne mal diese Bagger sehen auch. Wir brauchen 8 Stoff dafür und eine Menge Steel, offenbar. Oh nein, der ist wieder eingefroren. Spaß! Alter. Ich habe ihn gerufen. Ja, ich kann, Tobi, ich sehe dich nicht, ich kann gerade auch nichts machen. Ich habe nur noch diese Freezes hier irgendwie. Das ist echt sehr, sehr lästig geworden. Ich verstehe es halt auch nicht, warum du so plötzlich auf mal so... Ich hab keine Ahnung. War letztes, seit der letzten Aufnahme, ne? Naja, genau, seit dem 4er-Update, also 744. Seitdem ist das irgendwie so. Und wir sind auch nicht die Einzigen, die das haben. Hm. Das wäre schön, wenn man das mal angehen würde. Spaß! So, ich schmeiße den Zement hier drupp. Zack. Und vor allem, wenn wir die Probleme schon haben mit dem uns gegenseitig sehen auf dem Server, wie ist das bei großen Servern mit 50 Leuten oder so? Siehst die Leute nur aber so vorbeiploppen. So. Ja. Vor die Dia-Show. Okay, Linked Inventories. Ich pack dir das Stiel mal hier in die Kiste. Dankeschön. Okay, Glas holen. Ciao. Dankeschön. Wo komme ich hier raus? Krieg gerade leicht Panik. Ach, hier. Spaß. So, ich gehe mal kurz was bauen, Tobi. Ich habe noch was für die Küche. Das wird richtig ultramodern, du wirst sehen. Soll ich die mitnehmen? Ich fahre eh gerade rüber. Nö, ja, ach weißt du, ja klar. Ich steig mal ein. Kommen Sie mal rein hier. Tach. So. Ich danke Ihnen. Kein Problem. Wissen Sie, ich werde nicht oft mitgenommen von so freundlichen Leuten wie Ihnen. Hey, kein Problem. Ist das Ihre Hand auf meinem Bein? Ich fahre dich sogar hier direkt seitlich zu dir hin. Guck mal hier, zack. Dankeschön, ich danke Ihnen, mein Herr. Bitteschön. Das ist ein sehr schicker Schlüpfer, bitte lassen Sie sich nicht beirren. Ich bin raus, tschüss. Ja, ich hab Freeze. So. Oh, Spaß. Ja, jetzt geht's. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, da ist der Kühlschrank, da ist das Ding. Ich baue mal den Korb hier ab. Flupp. Und dann baue ich mal hier. Ah ja, oh ja. Was? 0 von 18 Tier 3 Materials. Okay. Crafting, CO2-Kanister. For creating fancy forms, cornstarch. Refine fish. What? Hydrocolloids, used to make colloids for bursts of flavor. Was? Transglutaminase.
Oder hier aus Fleisch. Okay. Wir haben ja Raw Meat haben wir ja. Mache ich auch Hydrocolloids. 10 Kalorien. No Nutrients, 10 Kalorien. Okay. Maltodextrin. Wow, das sind alles Sachen, die will ich überhaupt nicht haben. Aber eigentlich schon. Nur müssen wir mal so probieren. Aber das werden wir nicht erleben. Ist das einfach nur so Geschmacksverstärker-Kram? Ich weiß es nicht, Tobi. Ich habe keine Ahnung. Hey, ich bin der Mann aus dem Schornstein. Wieso stehst du da im Schornstein? Ich habe dir die ganze Zeit zugeguckt, was du da aufgebaut hast. Ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Laboratory. Laboratory. Passt auch eher drüben ins Dingens, in die Fabrik, ne? So vom Aussehen her. Na gut, außer du bist jetzt hier Heisenberg. Ja, bin ich ja nicht. Dann mach ich mal lieber den hier. So, das passt. Out of Fuel, natürlich. Power. Ja, das geht. Deutsch kann okay. Man Fuel anbinden. Was denn? Eine Stufe. Ja, Mann, endlich mal. Bierfleisch. So, hä, wo kann man? Hier gibt's doch gar keine Bären. Hm, was für Fleisch? Bier Supreme. Also, ja, das weiß ich auch nicht. Kann man sich herstellen irgendwie, aber. Hä? Frag mich einfach nicht. So, Holzgekröse, das da wollen wir nicht. Zutaten, Erdfrüchte, keine Ahnung. Bakery, Lagerrohstoff ist angebunden. Da können wir ja Dönerbude machen. Ja, lass mal probieren. Geil. Immer mal Power hier. I've got the power. Beer Supreme, dafür brauchen wir. Prime Cut, davon haben wir eine Menge. Und das Zeug haben wir auch. Und hierfür brauchen wir noch Infused Oil. Frittierten Hasen. Daraus wird dann Bärenfleisch oder was, hä? Nee, einfach nur, da wird lecker frittierter Hase draus. Everything is better deep fried. Seared Meat Elk Taco, da ist der Elch Taco. Ist aber ein Taco mit Milch drauf. Nice. Kann man theoretisch auch machen, ist einfach nur alle irgendein Fleisch. Und gekochte Würstchen. Oh, geil. Mit dem schönen Bauernbrot. Oh, hätte ich jetzt Bock drauf. Und Ketchup. 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 Es gibt Leute, die sagen Ketchup. Ja, Ketchup ist richtig, richtig. Beer Supreme. Ah, da steht aber auch, just because the name has beer in it, it doesn't mean it actually contains beer. Hä? Nur weil Bier drauf, nur weil Bär draufsteht, muss ja Bär nicht drin sein. Hier ist haltbares Fleisch, okay. Brauchen wir aber alles nicht. Ganz ehrlich, zu essen haben wir genug. Oh, das braucht wieder Pipes dann. Okay, okay, okay. Oh, hier kann man auch Tallow machen. Refined Tallow, das wird dann zu Öl. Das ist super. Irgendwie cool. Boiled Sausage sieht aus wie ein fetter Darm. Einfach so ein Mastdarm. Lecker. Wer mag ihn nicht, den köstlichen Mastdarm? Captain Mastdarm, Captain Mastdarm. Er kommt von weitem übers Meer und bringt uns unseren Seedarm her. Für uns hat er die ganze Welt bereist. Danke, Captain Mastdarm. So. Oh nein. Was ist das denn? Ist keine Mücke. Hier fliegt irgendwie so ein Viech rum. Das Licht gesehen. Was denn, Tobi? Nee, nichts. Ich hab nur da unten. Das war natürlich ein klar. Fuchs und ein Wolf. Ein Wuchs. Oder ein Wolf. Wolf. Oh, ein Wolf. Hallo, Wolfgang. Mama, das ist ein Wolf. Als Maulidiot. Ist hier schon wieder alle? Mist, bla. Mir fliegt gerade was vom Gesicht rum. Also. Es ist dunkel, das Fenster ist offen und ich habe hier unten Licht an. Dein Schnäuzer. Ja, genau. Der fliegt mir aber am Gesicht rum. Ja, was will er denn jetzt? Hey, locker bleiben, ja. Locker bleiben. Ja. Was ist da los, Tobi? Schön, was ist da wieder los? Was ist da wieder los? Okay, Stahl. So. Ach, ehrlich gesagt können wir ja alles hier. Brauchen wir ja nicht mehr. Ja, ist doch egal. Dann haben wir ja in der Mine da unten noch genug. So, zack. Stahl geht immer. So. Ja, jetzt aber. Jetzt schieße ich hier mit Platten. Du hast einen Platten?
Ja, Vertrag. Oh, geil. Ja. Und man kommt erst Album raus? Wapp, nächste Woche. Ah, ist alles so. Wenn es auch nur dumm die dumm. Oder Schubidu oder so. Dab, dab. Step, step. So, wie kann man machen? 100 geht nicht. 50 wird auch nicht. Doch, 50 geht. Wird sogar, glaube ich, reichen. Ach, das Stiel, ach, das Glas war ja fertig, ne? Ich wollte das Glas erholen. Komm, ich mach erstmal 50. Ich glaube, 50 könnte auch reichen. Ich mach nochmal 10, dann sind 60. Ist glatter im Abtransport. So. Gut, das Ding hier sieht sehr schnieke aus, aber sind wir ganz ehrlich, wir werden es hier nicht mehr brauchen. So. Sieh sie dir an, ist sie nicht schnieke, meine Badike? Damit was? Was? Oh, hier ist noch ein Zement drin, geil. Moin. Guten Tag. Bitte keinen Überfall, ich trage diesen seltenen Mitsubishi-Computer. Kann ich während der Fahrt eigentlich einsteigen? Hey. Bin ich gerade während der Fahrt eingestiegen oder hast du angehalten? Hey, du siehst... Warum guckst du mich die ganze Zeit an? Das ist voll gruselig. Hey, du bewegst dich während dem Fahren, Alter. Als würdest du einen geilen Song hören, Alter. Warte mal. Du machst mit dem Kopf immer links-rechts-Bewegung irgendwie. So, oh nein, ich hab Freezes. Achso, ich wollte gerade sagen, steck du gleich mal aus und fahr du mal ein Stück. Würde ich gerne machen. Oh, Mist, ich bin heute so müde, warum? Tobi, es dauert sicherlich noch eine Stunde. Hey, kein Problem, ich hab Zeit. Oh, was ist denn los, ey, Spiel? Kurze Frage an die Zuschauer, sind diese Freezes eher so ein Nicht-Kaufgrund für euch oder würdet ihr sagen, okay, das Spiel hat mega Potenzial, ich würd mir das trotzdem holen? Vielleicht hat man, wenn man das privat spielt, einfach mehr Zeit und denkt sich so, gut, das ist zwar schon nervig, aber ich weiß nicht, ich glaube, als Let's Player hat man ja irgendwie schon so ein bisschen Qualitätsanspruch. Ja, man will ja schon gucken, dass es weitergeht auch, ne? Ja, steige ich mal ein, jetzt muss ich mich beim gerade Ausfahren mal angucken. Nee, bei mir guckst du nach draußen. Wackel ich nicht mit meinem Körper, als hören wir gerade voll Shakira oder sowas? Nee, überhaupt nicht. Hä? Alter, da bist du einfach ein richtig krasser brasilianischer Bauchtänzer. So kennt man mich. Hä? Erik, du bist einfach nur unglaublich fett gewesen gerade. Ja, das ist mir leid. Da war so ein Ding nach vorne Mastschwein. So. Das will Eko einmal so sagen. Oh nein, schon wieder Freeze, Alter! Och, ernsthaft! Oh, ist das frustrierend gerade. Boah, ist mega frustrierend. Du kannst halt echt keine 10 Meter mehr gehen, ohne dass es einfriert. Das ist so, Aber ist das nur hier hinten oder ist das auch vorne bei dir im Haus? Im Haus ging's. Es ist hier in der Fabrik, habe ich das schon mal öfter, und auf dem Weg zur Fabrik. Aber. Da ruckelt's halt bei mir auf der Brücke auch immer sau extrem. Ist das hier vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Also ich kann's. Das ist halt unspielbar so. Wir haben bald die Laser, Erik. Ja. Es ist bald geschafft. Liebe Zuschauer, verzaget nicht. Es sind die letzten paar Meter. Den Computer habe ich schon mitgebracht gerade, den wollte ich gerade aufbauen. Vielleicht darf ich mich ja irgendwann auch mal wieder bewegen. Geht es jetzt? Oh ja, unfassbar. Kann ich den... Nee. Gut, dass er so klein ist. Soll hier Fenster rein? Soll hier Fenster rein? Ja, Fenster rein, bitte. Fenster rein. Ah, Fenster rein. Nein, das ist Tür, das ist Tür. Das ist Tür. Ah, das ist Tür, alles klar. Ja, ihr Chef habe gesagt, Fenster rein nicht. Danke. Guter Mann. Wo brauche ich noch Fenster? Fenster in groß. Hier fehlt noch ein Fenster, aber kommt spät.
Hier, überall Fenster, Fenster, Dreier, hier Zement, Überall Fenster ja. drin, überall Fenster drin. Fenster, Fenster, oh, gut, gut gemacht, gut gemacht. Ja, ja, dann Fenster, Fenster, Lager, Fenster in Lager. Alles klar, Fenster fertig. Danke, danke schön, danke. Da. Danke. PC geht. Okay, gut, Lasers, 0 von 4, alles klar. Ich würde jetzt gerne richtig ausrasten und vollgestellt lachen, aber ich kann es nicht. Ich habe da Vorbildvideos gesehen. Witzig. Erstmal ein paar geile React-Videos machen. Junge schiebt sich Zeigefinger. Alter, flipp halt aus, weißt du? Ohne alte Werbung. Oh, Fenster ist offen. Ich dachte mir gerade auch. Alter, oh, aber Alter, so ein Abfuck, so. Boah, ich muss dazu sagen, der Tobi hat mir ein Video geschickt von The World's Best Giftmischer. Und das war so ein React-Video. Alter, das war so schlecht gestellt. Ich hab vor Fremdscham habe ich hier gesessen. Boah, ich ganz nee. Ich versteh's. Also deins hätte ich dir jetzt noch eher abgenommen. Aber ich hätte echt gerne. Ich hätte echt gerne gerade vor deinem Fenster gestanden, so wie mit dem Mund rausgehen oder so, weißt du. Ich hätte einfach jetzt in diesem Moment gerne an deinem Kellerfenster gestanden. Kommt nie wieder hier vorbei, kommt nie wieder hier vorbei. So ein geschockter Blick Richtung Tür und weg, ey. Alter, ey. Boah, React-Videos ist auch so die Krätze von YouTube einfach. Boah. Ist die Tati wohl gerade nicht. Ich glaube, die macht gerade oben. Nimmt die gerade auch Detroit auf? Ich weiß es nicht. Oh ja, das kommt. Meinst du, das hat man gehört? Nee, auf keinen Fall. Okay. Nee. Ich höre sie auch nicht, wenn sie aufnimmt oder so. Auch bei Harveys Kuh höre ich sie nicht mal schreien. Ach so, okay. Ja, wenn du wieder alles gewinnst. Hä? Wann habe ich denn mal was gewonnen? Ach, Tobi, ich weiß auch nicht. Immer? Was? Ja, wenn wir immer Brettspiele spielen, sorry, Erik, da kann ich ja nichts für. Oh, der arme Tobi kann nichts dafür, dass er mal gewinnt. Nee, kann ich wirklich nicht. Das ist einfach in meinen Genen. Genen? In meinen Genen, ja. Das ist eine richtige Blamage, Tobi. Eine richtige Blamage. Was ist das denn? Ja, Brettspiel ist ein Ding auf jeden Fall. Muss man einfach sagen. Ja, aber weiß ich gar nicht warum. Eigentlich spiele ich voll selten Brettspiele. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe ja keine Freunde, mit denen ich spielen könnte. Bei Monopoly hast du auch richtig Glück gehabt. Also erstens mal hast du natürlich diesen Deal mit mir gemacht, ne? Das war sehr großzügig von dir, aber dadurch hattest du Geld zum Bauen. Ja. Um das mal nachträglich zu analysieren, das war schon ganz gut. Und dann habe ich halt immer das Pech, ich komme immer auf die geilen bebauten Straßen, die dann zufällig die grünen waren. Und seine. Und, ja, natürlich seine Straße, also deine in dem Fall. Ja. So. Ich schwer so ein Schlüpper in der Tür, einfach so. Düdelidi! Acht Stahl, Junge. Acht Stahl, Junge. Alter, da sind immer noch die ganzen Äste auf deinem Baum. Willst du die nicht mal wegräumen? Nee, ich finde, das sieht schön aus. Das ist ein bisschen ein Detail, was man nicht selber bauen kann. Hä? Schön? Ja. Ja. Naja, schön ist ja relativ, ne? Aber dein Dach hat sowieso noch Verbesserungspotenzial. Weißt du was, Tobi? Kümmere dich doch einfach um deinen eigenen Scheiß, weißt du? Steht da rum wie der Kritiker von Haus und Wohnen, weißt du? Guck doch selber einfach mal an, das sieht einfach schrecklich aus. Dann guck doch mal deine Schlauchwurst an, die du jetzt gebaut hast. Hä? Ja und? Ja, was ist mit Liebe gebaut? Ja, meinst auch? Nee. Das ist Liebe in jeder Masche und das riecht und spürt man auch. Das ist alles aus Holz. Zuschauer kommen vorbei und reiben sich an den Wänden, weil sie Liebe spüren. Okay, sie pulsiert quasi noch durch das Holz. Bin raus, ciao. Was? Liebe nicht so deins, ne? Nee. So, kann ich mit dem Wagen hier hin? Irgendwer hat alles zugeparkt. Hier hin. So. Du bist zufällig gefahren vorhin. Nein. Das ist ja deine Karre. Nee, komm, ich reiß jetzt hier alles ab. Reicht's. Nee, mach das bitte nicht. Das reicht. Ich fang oben an. Ich war vor, du würdest das hier alles nochmal abreißen, was wir gebaut haben. What the fuck, Alter? Wie viel Dings du wohl hättest? Wie viel Stockpiles voll mit Materialien? Mit Scheiße?
Das auch. Aber wie viel Material denn das wohl werden? Zwei, drei werden da schon bei. Oh, mein Ohr juckt. Warte kurz. Ah. Warte, ist hier Pornos? Warte. Ja, nee, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Geil. Okay, fertig, runtergeladen. Ich geh, tschüss. Ausgedruckt. So ein Pornobilder ausgedruckt auf einen Schwarz-Weiß-Drucker. Oh nein. Rate mal. Oh nein. Ach doch scheiße. Auf den letzten Metern, weißt du? Oh, nächste Folge weitermachen? Ja, können wir machen. Wir sind eh bei 30 Minuten. Genau, dann machen wir das. Entschuldigung, dass die heutige Folge so oft aus Freezes bestand. Ich kann echt nichts dafür. Ich habe keine Ahnung, was mit Eko inzwischen los ist. Ich hoffe, das fängt sich irgendwann wieder. Wenn nicht, dann... Spielen wir einfach mal wieder Staxel! Staxel! Maximi, Maxima, Maximax ist da! Oh nein. So, dann ja, bis zur nächsten Folge. Dann ist der Freeze hoffentlich vorbei. Dann kommt wahrscheinlich gleich der nächste. Geil! Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!